Liebe Patrioten, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Insta-Kanal und vielleicht auch auf unserem YouTube-Kanal. So, sollte dieses Video nicht auf unserem YouTube-Kanal hochgeladen werden können, dann werden wir zeitnah einen neuen YouTube-Kanal aufbauen. Es ist etwas länger her, dass wir ein Video rausgehauen haben, oder wenn, dann habt ihr nur mein Gesicht gesehen. Ich weiß, es ist wahnsinnig toll. Wer jetzt liked irgendjemand diesen Kommentar? aber wir haben jetzt ein neues Mitglied in der Gruppe und dieses neue Mitglied in der Gruppe wird für uns Videos machen. Das ist wunderbar. Da müsst ihr nicht mehr mein Gesicht sehen, sondern nur noch meine Stimme ertragen. Das ist ja schon mal ein Fortschritt für alle. Gut, worum geht es heute? Heute soll es um das Thema Jugend gehen. Und das ist für mich ein sehr wichtiges Thema. Weil ich glaube nämlich immer mehr, dass die politisch linke Seite versucht, uns in die Moralfalle zu locken. Und wir sollten gut aufpassen, darauf nicht hereinzufallen. Worum geht es? Wir werden immer wieder dafür kritisiert, dass wir auch jüngere Leute in die Gruppen lassen. Ja? Im Moment ist das jüngste Mitglied bei uns in der WhatsApp-Gruppe 14. Ich glaube nicht, dass es bei Telegram Jüngere gibt. Wüsste ich jetzt nicht, wer das sein sollte. Ich glaube nicht mal, dass es da 14-Jährige gibt. Aber ist egal. So, die jüngste Person in der WhatsApp-Gruppe ist 14. Und das wird teilweise kritisiert. So. Jetzt könnte man natürlich auf der einen Seite vielleicht wirklich argumentieren, naja, 14 ist schon ein bisschen früh für Politik und so. Kann man argumentieren. Dann darf man aber eines nicht vergessen. Die politisch linke Seite nimmt sich die Leute für Fridays for Future, die jünger sind. Die politisch linke Seite hat den Umweltsong, also meine Oma ist eine alte Umweltsau, mit Leuten gemacht, die teilweise 10 Jahre alt waren. Mit richtigen Kindern haben die das gemacht. Und das hat die nicht gestört. Und jetzt sollen wir die ultimativ Bösen sein, weil wir sagen, wir lassen 14-Jährige in die WhatsApp-Gruppe? Wie unglaubwürdig ist das denn, liebe Linke? So, wenn es nach mir gehen würde, würde es so etwas wie einen Ehrenkodex geben zwischen rechts und links. Man würde einfach ganz klar sagen, niemand wird angesprochen, der nicht zumindest 14 Jahre alt ist. Ja? Weil das wäre ein fairer Deal. Ab 14 sind die meisten soweit, wobei das auch manchmal ein bisschen schwierig einzuschätzen ist. Manche sind vielleicht schon mit 11 soweit, andere sind mit 17 noch nicht so weit. Ihr wisst nicht, jeder entwickelt sich gleich. So, da es diesen Deal aber nicht gibt und immer nur die eine Seite aufhören soll, werden wir uns da definitiv nicht dran beteiligen. So, wir werden selber entscheiden, wer in unsere Gruppen kommt und wer nicht. Ganz klarer Fall. Ja? Wenn wir von uns aus sagen, da ist jemand, der ist vielleicht noch zu jung, oder da ist jemand, da ist es doch zu früh, dann werden wir es auch lassen. Das ist ganz klar. Ja, wir werden auch bei Leuten, die unter 14 sind, definitiv sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Ja, falls es mal dazu kommt, dann werden wir auch definitiv uns die Erlaubnis der Eltern einholen. Aber bei 14-Jährigen diskutiere ich da gar nicht drum. So, und ich lasse mir auch nicht von politisch Linken oder Grünen ein schlechtes Gewissen machen. Ja, ich meine, wie unverschämt sind eigentlich politisch Grüne, die auf diese Idee kommen, uns dafür zu kritisieren? Wie unverschämt ist das denn? Hallo, hallo, liebe Grüne, habt ihr schon mal die Interviews von Daniel Cohn-Bendit so angeguckt? So 5-jährige Mädchen, Hosenstall, klingelt da was? Ja, scheinbar nicht. Aber 14-Jährige in der WhatsApp-Gruppe ist dann schlimm, oder was? Linke Doppelmoral. Lasst euch darauf nicht ein. Ganz klar nicht. Lasst euch darauf nicht ein. So. Entscheidet selber, wer in die Gruppe kann und wer nicht. Also in eure Gruppen kann und wer nicht. Bei uns wird das definitiv so sein. Ja, wenn ich das Gefühl habe, dass eine 14-Jährige oder ein 14-Jähriger uns verstärken kann, dann nehmen wir den. Dann haben wir da auch überhaupt gar keine Schmerzen mit. So, natürlich gucken wir auch, ob es nicht zu früh ist. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Der Rechtsstreit mit Anti-AfD läuft. Wir sind da sehr guten Mutes, wir werden das Ding gewinnen, da bin ich mir hundertprozentig sicher, das habe ich euch auch versprochen. Und ansonsten gibt es noch zu sagen, dass wir demnächst einige Umstrukturierungen machen werden. Bis zum 22. Mai werde ich einen Vorstand zusammenstellen, der dann Patriotisches Herz gemeinsam führen wird. Ich werde diesem Vorstand natürlich vorstehen, das ist ganz klar. Die Gespräche haben auch schon begonnen, aber ich möchte es bis zum 22. Mai führen. So, am 22. Mai werden wir den einjährigen Geburtstag von Patriotisches Herz feiern.
Offiziell ist das schon am 17. Mai soweit, aber der 17. Mai ist Montag und eine Feier auf Montag, ne, ist ein bisschen uncool. Deshalb werden wir das am 22. Mai machen. Sehr wahrscheinlich wird dann auch der Text der Hymne bekannt gegeben. Ob die Hymne gesungen wird von Patriotisches Herz am 22. Mai, ist leider Gottes im Moment noch sehr fraglich. Wir hatten das eigentlich ganz dringend vor. Das Problem ist, dass unsere Sängerin leider ein bisschen Probleme im Moment mit ihrer Stimme hat. Das ist leider so. Und dass es eher unwahrscheinlich ist, dass das klappt. Ja? Ein ganz kleines bisschen Hoffnung habe ich noch, aber ich glaube es eher nicht. Ja? Deshalb, wenn wir nicht kurzfristig eine andere Sängerin auftreiben können, dann wird es wohl eher etwas später werden, bis man das Lied zum ersten Mal hört. Aber den Text werden wir veröffentlichen. Ja, das soll es dann für heute auch schon wieder gewesen sein. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Hier schlägt das Herz des Patriotismus und ja, dann, ach so, am 22. Mal werden wir auch noch eine ganz große Ankündigung machen. Der ein oder andere weiß schon, was es ist, ne? Es gibt ja immer viele Leute, die ein bisschen plaudern, aber der 22. Mai wird ein großer Tag in der Geschichte von Patriotisches Herz. Das soll es für heute dann schon wieder gewesen sein und ciao!